Mahlzeit. Mahlzeit, Mahlzeit. So, jetzt nochmal mit der Hoshow. Hier ist Knochen. Nochmal, weil ich eben gerade schon drin war, aber nach 3 Minuten versenkt wurde. Denn einer. So, ich habe mal kurz ein paar Daten durchgeben. Also Hoshow, Rang 4, Flugzeugträger bei den Japanern. Ich habe 3 Geschwader, A4 Flugzeuge, also insgesamt 24 Flugzeuge können die geladen werden. Eben gerade ja, wie gesagt, wurde ich weggeballert, relativ schnell, und das war ein cleverer Schachzug. Ist mir später aufgefallen, was er eigentlich gemacht hat. Der hat halt ein Jagdflugzeug vorgeschickt und hat dann mitbekommen, hey, jetzt habe ich irgendwie alle aufgedeckt oder fast alle abgedeckt, aber der Flugzeugträger fehlt noch. Ich sehe diesen Flugzeugträger nicht. Und was hat er gemacht? Das, was jeder clevere Typ macht. Der hat einfach. Und ich war wirklich beeindruckt. Und gleichzeitig habe ich ihn gehasst. Einfach das Ding komplett am Kartenrand langfahren lassen oder langfliegen lassen, bis er mich aufgedeckt hatte. Und dann hat er alle seine Torpedobomber jedes Mal rüber geschickt. Und ich war aber gerade selber in der Luft und hatte Probleme, hier wieder zur normalen Steuerung zurückzukommen. Und ja, ne, hab mir dann schön was eingefahren bei ihm. So, Wotan bleibt dorten. Okay, ich gehe ein bisschen. Ich lasse auf halber Fahrt, lasse ich den erstmal unterwegs. Werde jetzt aber auch gleich, weil wir den ja schon hier sehen, werde ich auch gleich raufgehen. So, mit dem auch. Und werde gleich noch die anderen Kollegen mitschicken. Vorerst. Ja, mach das mal, mach das mal. Also, kein Problem, ich fahre jetzt bis an den Kartenrand. Ich werde zwischendurch mal gucken. So, noch 10 Sekunden, bis die anderen mitkommen. Was haben wir noch aufgedeckt? Was haben wir noch aufgedeckt? Ich war sowieso, das ist jetzt ungefähr mein 8. Gefecht. Und beim ersten wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Weil es sich, ich meine. Das ist mein erster Flugzeugträger hier. Ich bin zwar in Steel Ocean, falls das jemand kennt, so ein ähnliches Spiel, hatte ich zwar auch einen Flugzeugträger, aber der, also da läuft es ein bisschen anders ab. Da schickt man, also man muss den Punkt festlegen und da muss man eine Linie ziehen, wo die, also in welcher Richtung die Torpedos abfeuern sollen. Und wenn man das Spiel kennt, dann weiß man, dass alle Schiffe ziemlich schnell unterwegs sind. Und ja, jetzt war ich gerade selber irritiert. What the fuck ist das denn? So, Gruppe 2 hier. Das Bombenflugzeug runter. Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss. Okay, Gruppe 4 soll jetzt Chibi hier, Kiwi. Sie Kiwi. Wie auch immer. Ist natürlich blöd, wenn man die jetzt einzeln durch die Botanik schickt hier. Auf jeden Fall ist es da so, da sind weniger Sachen automatisiert. Wahrscheinlich mit Absicht. Ich weiß nicht, ob man das mit Premium irgendwie sich da ja kaufen kann. So, die sind nicht von mir. Wo ist meine Gruppe? Wo ist der Kollege? Da kommt er. Komm ich noch zurück? Schaffe ich es noch? Wo ist meine Gruppe 4? Ist auch ein bisschen ungewöhnlich, weil man sich halt meistens mit dieser Karte hier beschäftigt. Okay, ich habe da was abgeschossen. Müsste eigentlich sich hier aufhalten, denn da habe ich sie ja mit hingeschickt. Okay, meine Gruppe 4 ist weg, leider. Gruppe 3 ist startklar. Und, echt jetzt? Habe ich es mir doch gedacht. So. Ich muss Gas geben, muss man irgendwie schneller weg da. Ich bin natürlich noch nicht ganz so geübt, klar. Ich muss mir noch ein bisschen mehr Gruppe 2 auch hinterher hier kommen. Die Dinger irgendwie abfangen hier. So, ich fahre jetzt mit voller Geschwindigkeit. Der darf auf jeden Fall nicht mehr zurückkommen. Ja, da wusste ich halt nicht, was ich vorher machen sollte, um nochmal jetzt zurückzukommen aufs eigentliche Thema. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte echt Probleme. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Ich bin durch Zufall irgendwann mal hier rüber gekommen.
Ich habe gesehen, oh, man kann ja direkt aufs Schiff klicken und dann fliegen die selber hin. Ich habe vorher noch die F-Taste benutzt, um damit ich mal zurückkehren, bis ich mitbekommen habe, das machen die auch automatisch. Also war schon ein bisschen knifflig. Okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter. Gruppe 4 ist in der Luft und jagt den Jäger. Die anderen Jäger hier. Jetzt knallt die Torps raus. Gruppe 3, nähern uns Ziel. Ich will auch gar nicht so viel davon verlieren. Ich glaube, da geht was rein. Einer auf jeden Fall. Leider kein Wassereinbruch, das ist schade. Dann holt euch mal die hier. So, wo ist meine Gruppe 4? Ich finde das richtig interessant. Ich meine, ich bin jetzt noch so wie so ein kleiner Junge, der sich denkt, wow, wie geil ist das hier alles? Es ist natürlich ungewöhnlich. Nee, macht mal lieber den hier. Das ist auch gut. Ich finde das ziemlich interessant. Okay, ja, dann geht halt auf den anderen Kollegen hier. Scheiße. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Dadurch geht Zeit verloren. Gruppe 2 ist unter Beschuss, aber egal, ihr bleibt so lange in der Luft, bis ihr den ganzen Rotz da runtergeholt habt. Leider sind jetzt nur noch 3 Torpedos unterwegs, denn ich habe schon Flugzeuge verloren davon. Also einer sollte reingehen. Gruppe 2 schicke ich jetzt erstmal zurück. Okay, ein Wassereinbruch verursacht. Die sollen jetzt ruhig zurückfliegen, denn solange hier kein anderes Flugzeug unterwegs ist, lohnt sich das überhaupt nicht. Das sieht auch witzig aus. Gruppe 3 ist startklar. Dann müssen wir sie natürlich auch gleich rausschicken. Und zwar hier wieder auf den Kollegen. Eigentlich bietet sich natürlich an, dass man... Ich bleib auf halber Fahrt in diese Richtung hier. Ich finde, das sieht echt witzig aus. Ja, normalerweise wäre es gut, wenn man die relativ... Okay, die 2 muss raus. Die 2 muss raus. So, 3 ist unterwegs. Holt diesen Scheiß da runter. Okay, den hier muss man natürlich immer wieder wechseln. Gruppe 4 ist auch bereit, alles klar. Macht die mal schön alles fertig hier. Und derzeit wechsle ich wieder zur Gruppe 2 hin. Okay, mach das mal irgendwie klar. Wenn ich Pech habe, ich glaube, die Gruppe 2 wird jetzt auch wieder zerfetzt. Okay, Gruppe 3 kehrt zurück. Jetzt will ich sehen. Okay, okay. Einer wieder drin. Jetzt kommt die Gruppe 4 noch. Meine Gruppe 2 ist weg, schade. Wie weit ist er denn entfernt? Das dauert noch ein bisschen. Aber ich hoffe, ich krieg den noch weg. Also ich habe eine Runde gehabt, da habe ich 3 zerstört. 2 mit den Flugzeugen und einen durch die automatische Artillerie. Gruppe 4, wir stehen unter Beschuss. Der kommt nicht mal ran da. Gruppe 4, greifen Gegner an. Okay, knall raus und flieg zurück. Oh, bitte, lass einen reingehen. Lass einen reingehen und sauf ab. Baba! Alles klar. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. So, jetzt habe ich ja nur noch... Ich muss mal rückwärts fahren. Hängt da nämlich in der Karte fest. Das kann man ja gut sehen hier. Natürlich ungewöhnlich so zu spielen, wenn man die ganze Zeit nur das so sieht. Wichtig. Okay, Gruppe 3 ist stark da. Scheißegal. Auf die Karlsruhe oder auf den... Ups, 2.
Ja, wir gehen auf die Karlsruhe. Ich hänge ein bisschen fest, wie man sieht. Upp, und schon ist er unterwegs. Ich finde das voll witzig, das sieht echt niedlich aus irgendwie. Ich hänge mit meiner Forschung fest. So, Gruppe 4 kommt gerade erst zurück. Wichtig zu wissen, also müsste man auch mal öfter auf die ganze Karte wirklich im Blickfeld behalten. Ah! Mach mal den hier weg. Mach den mal weg. Vielleicht decke ich gleich noch den anderen auf. Gruppe 4 ist bereit, den schicke ich gleich mit. Ich schätze mein anderes hier, irgendwo hier hinten. Also einen würde ich schon gerne noch wegknallen. Okay, jetzt sehe ich ihn. Ich sehe den anderen. Red Hunter. Gruppe 4 schicke ich hier hin. Das sollte reichen. Er ist weg. Die Gruppe 3 wartet auf Anweisung. Gut, ich schicke ihn hier hin. Ist ja nur noch einer. Und sie sind eh schneller als die Schiffe. Müssen wir das alles mal klar machen hier. Es könnte funktionieren. Natürlich ist er jetzt Schlachtschiff unterwegs. Es sind noch Abfangjäger. Wird knifflig. Wird knifflig. Da kommen auch gegnerische Jäger, aber ich muss einfach durch. Mein Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt noch alle vier Flugzeuge in dem Geschwader habe. Ich hoffe nur, dass ich noch ankomme. Bevor die hier alles komplett zerfetzen. Der wird ganz schön beschossen. Der bewegt sich überhaupt nicht. Ich bewege mich zwar auch nicht, doch, ob es rückwärts jetzt wird, aber... Digga, mach's klar. Mach es klar. Da er sich nicht bewegt, könnte das sogar richtig gut funktionieren. Mach einfach. Und knall raus. Schnell. Das wird nichts. Was? Ah, Mutterficker, echt jetzt. So ein Scheißpiss hier. Mann. Gut, noch eine Runde. Scheiß drauf, egal. Jetzt will ich aber mal Leistung sehen hier. Verdammte Axt. Aber Hinweis an mich selbst. Ha, wo verstecke ich mich hier? Vielleicht hinter dieser kleinen Insel? Wo die könnte beschossen werden, aber... Oder ich bleib einfach hier. Wahrscheinlich werde ich genau das machen. Einfach hier bleiben. Also so gut es geht. So. Ich schicke auch sofort welche raus dann. Alle hier irgendwie. Hier so in diese Richtung werde ich die hinschicken. So, ich warte jetzt, bis alle bereit sind, weil ich die alle hintereinander rausschicken will. 2, bap. 3, bap. 4, zacker. Natürlich ist der Nachteil, wenn man so weit hinten steht, dass die Flugzeuge natürlich extrem lange brauchen, bis sie vorne sind. Wir sind in der Luft. Dass sie natürlich extrem lange brauchen, bis sie überhaupt mal vorne sind. Und... In den seltensten Fällen kommt der Gegner bis dem Viertel hier. Dexia Mallon. Was ist das für eine Oikoloi? Was ist das für eine Sprache? Nichts das. Das könnte, obwohl, ist das Griechisch oder was? Alter, also, scheißegal. Zetaki-Tänzer hier. Das war jetzt nicht rassistisch, das war einfach nur. Sind ja Zetaki. Warte mal, ich frag mal. Ah, hier, come on! Schnell hinter. 2, abfangen. Mach ihn klar. Jo, gleich einen abgeschossen. So, die 4. Wo schicke ich die jetzt alle hin? Phoenix und die 4. Oh, die Phoenix. So, noch ein abgeschossen. Aber meine Gruppe, obwohl, die hält sich gut. Ich habe 2 abgeschossen von denen. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Halte durch, Gruppe 3, echt jetzt. Ich habe auch nur noch 1. Ich werde zerfetzt. Ich werde zerfetzt. Gruppe 2, zerstört. Gruppe 4, sind unter Beschuss. Schade, wir sind leider weg.
Der Vorteil ist wirklich, die Abstände sind so kurz, dass ich hoffe, dass hier noch was bei rauskommt. So, die Vier hat es jetzt ein bisschen schwieriger. Die versuchen natürlich jetzt irgendwie vernünftig ranzukommen. Aber macht das ordentlich und schmeißt das nicht irgendwie auf die Hügel, ja? Wo hat der die abgeschmissen? Da kann doch gar kein Torpedo... Okay, ich habe einen Treffer... Einen Treffer erlangt, aber wo hat er jetzt die anderen abgeschmissen? Was ist das für eine Scheiße? Das ist natürlich blöd jetzt. Gut, ich muss mich aber selbst auch ein bisschen im Auge behalten hier. Gruppe 2 ist zurück. Back on track sozusagen. Ich schick die mal raus da. Normalerweise mache ich es natürlich auch so, klar, wenn kein Flugzeug in der Luft ist, dann schicke ich auch keins raus. Aber nee, der muss weg. Der muss weg. Oh, ich hoffe, ich muss gleich niesen, warte. Ich glaube, der Zerstörer fährt auf mich zu. Ich muss raus hier. Okay, wo fliegt er jetzt hin? Ach, der will die anderen verfolgen. Okay. Der kommt mir einfach zurück. Das ist ja. Gruppe 3 startklar. Was macht denn der hier? Hängt der da irgendwo fest oder was ist das? Die 4 kehrt erst zurück. Nee. Warte mal. Ich versuche jetzt die hier irgendwie zu belästigen. Eigentlich ist es dumm. Ich versuch's trotzdem. Gruppe 3, behalte derzeitigen Kurs bei. Ich will gleich auf die 4 wechseln. Das Beste ist natürlich gerade bei so schnellen Schiffen. Gruppe 4, bereit. Gruppe 4 ist bereit, schickt erstmal hier hin irgendwie. Muss man halt aufdecken. Gruppe 4 in der Luft. So, mit der Gruppe 2 muss ich hier jetzt ran. Wir zurückwechseln hier. Ich brauche Gruppe 4 auch. In Position dann. Und ich weiß ja nicht, wo diese verdammten Zerstörer jetzt unterwegs sind. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Da ist er. Ja, mach das. Das Blöde, sie sind zu weit entfernt, finde ich. Okay, er dreht, aber... Vielleicht geht da doch noch einer rein, einer... Nein, keiner geht rein. Gruppe 4 sind unter Beschuss. Gruppe 4, nähern uns Ziel. Und die werden zu mir kommen. Gruppe 4, kehren zurück zum Schiff. Alle Stationen, Feuerunterstützung geben. Mein Gott. Irgendwie zusehen, dass ich hier irgendwie, ich muss irgendwie überleben. Irgendwie muss ich überleben. Was sind mit Gruppe 2 hier? Ich bin sowas von sicher, dass diese verdammten Pisser jetzt zu mir fliegen. Hier dann. Gruppe 4, bereit. Wo sind diese Zerstörer? Die sind immer noch unterwegs. Gibt's einfach Vollgas, ist mir scheißegal. Nehmen wir die hier ab. Und wieder zurück hier.
unter Beschuss. Gruppe 3, kehren zurück. Mann, geh ran da! Gruppe 4, nähern uns Ziel. Gruppe 2, sind unter Beschuss. Wo ist die Gruppe 2 auf dem... Gruppe 4, kehren zurück zum Schiff. Achtung, melde Zielposition. Das ist jetzt echt schon knifflig. Sind die noch im Kampf hier? Okay, das ist der Kollege hier. Immer schön belästigen, diese Pudel hier. Ich meine, gut, jetzt hat es gut funktioniert. Sie haben mir Hilfe gegeben hier. Ich schicke mal hier hin, dass er. Macht das mal alles klar hier. Leider habe ich jetzt keine. Ich habe was abbekommen. Wer hat mich beschossen hier? Sie nicht auf ihre Verbündeten. Ja, war ja auch Absicht, du Spast. Sieht er mich? Da ist ja noch ein Zerstörer. So gut, ich muss ihn jetzt nicht sehen, ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Da ist bereit, auf hier. Ist schon aufregend. Also ich mag aber so eine Matches, hat man wenigstens was zu tun, kann man hier nicht irgendwie dumm rum. Okay, ich wurde gespottet. Einer muss reingehen. Einer ging rein. Leider nur einer. Das reicht natürlich nicht, so ein Schlachtschiff hier richtig zu beschädigen. Ich habe auch keine Wassereinbrüche verursacht. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd jetzt. Er versucht jetzt natürlich alles, was geht, um dem auszuweichen hier. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn sie näher ranfahren würden. Näher ranfliegen würden. Oder mal zwei reingehen. Jetzt würden... Ich glaube, einer geht noch rein. Oh, weg ist er. Puff. Alles klar, zwei Stück hat dann... Das hat dann doch gereicht. Wir werden verfolgt. Gruppe 4, startklar. Ab dafür. Das nervt. Ich weiß nicht, wie man das umstellen kann. Müsste ich irgendwann mal rauskriegen, wie man das wechselt. Ich glaube, ich schieße noch ein paar ab da. Naja, whatever. So, es sind nur noch drei unterwegs. Der Zerstörer, das interessiert mich natürlich jetzt erstmal nicht. Ich gehe also auf Stopp. Gruppe 3, bereit. Okay, Gruppe 3, nochmal raus mit dir. Ich meine, ich habe Glück gehabt, dass ich jetzt noch wirklich irgendwie so davon gekommen bin, weil ich halt noch, ich sag mal, um Hilfe gerufen habe. General Asskicker. Okay, Gruppe 4 ist da. Macht mal ein paar ordentliche Treffer. So, vier sind noch da, also kann ich auch vier Torpedos draufknallen. Scheiße, jetzt waren es nur noch drei. Ein paar Sekunden früher. Oh, 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 das sieht gut aus. Drei, zwei? Auf zwei auf jeden Fall, oder? Wassereinbruch. Sauf ab, Mann. Echt, sauf ab. Aber ich glaube, der hat sofort repariert. Ich sehe nämlich nicht, dass er weiter Punkte verliert. Gruppe 3 sind unter Beschuss.
Da unter Beschuss, kein Problem. So, knallt mal ordentlich jetzt was raus. Und macht das nicht so dusselig. Oh, den könnt, da könnt ihr ausweichen. Ach, echt jetzt? So ein Scheiß. Und ich hätte ihn locker, also einer wäre auf jeden Fall reingegangen, das weiß ich. Also das ist frustrierend, aber muss man halt auch irgendwie mit leben. Oder keine Ahnung. Wenn man ihn schießen könnte mit denen. Oh, was macht er denn jetzt? Wo ist er mich? Der klickt. Ne, komm, wir mal zurück. Was labert er? So sieht er auch rein. Gut, Gruppe 4 ist startklar. Interessiert mich aber eigentlich auch nicht. Okay. 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 Von hier. Von hier irgendwo kamen die, sind die jetzt losgeflogen. Also gehe ich mal davon aus, dass sie sich, dass er sich dort aufhält. Heißt, ich würde meine Flugzeuge dann auch hinschicken. Ja, genau, hier dachte ich mir auch so, hier würde ich sie dann auch hinschicken. Pass mal auf, wir machen mal ganz anders, ich schicke sie einfach gleich hier hin. Verstanden, kommen Ihnen zur Hilfe. Einfach gleich hier hinschicken, da ist er. Okay, jetzt ein Abfangjäger draußen, aber da sind noch andere Abfangjäger, also werden die sich mit dem beschäftigen, sodass ich hier ganz locker hinfliegen kann. Ohne Probleme. Da interessiert mich der blöde Zerstörer auch nicht mehr. So, ihr Kämpfer, jetzt macht hin hier. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Ihr müsst trotzdem durch. Das wird wohl nicht ganz reichen, aber okay. Wenn die jetzt nicht permanent beschossen werden, irgendwie noch drei durchkommen und dann er hier noch. Nochmal vier vielleicht. Also je, ich sag mal, zwei würden reichen. Also vier insgesamt, je zwei. Sollte reichen. Oh, ich habe nur noch einen übrig. Das ist scheiße. Klingt aus. Die andere Gruppe war auch drin. Baller rein. Baller rein. Baller rein. Noch einer. Noch einer. Bau, bau, bau. Reicht natürlich nicht. Ich bin auch schon wieder gegengefahren. Jetzt sehe ich es auch. Ja, das muss ich auch noch irgendwie hinkriegen. Wie gesagt, ein paar mehr Gefechte und dann sollte das funktionieren. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit und ich bin so weit entfernt. Team alle dahin geflogen sind. Er wird mich jetzt auch gesehen haben. Gehe stark davon aus. Oh, what the fuck habe ich jetzt gemacht? Was war das? I'm so sorry. Das war natürlich scheiße jetzt. Dann fliegt man zurück, genau. Ah. Was habe ich jetzt gemacht? Ey, ich weiß es selbst nicht. Richtig dumm verklickt hier. Okay, Gruppe 3 ist startklar. Mal wieder hier, ja. Irgendwo muss er hier rumgammeln. Sekunden noch. Wow. Okay, ich hab ihn. Hol den mal weg da. Zerstörer ist weg.
Das heißt, ich müsste das jetzt hier... Okay, er wird ihn wegschießen, ganz klar. Brauche eigentlich nichts mehr losschicken. Ich schicke die 4 trotzdem noch raus. Das war's. Das war's. Der knallt ihn richtig weg. Bumst ihn ins Jenseits. Die Kolberg macht das klar, auf jeden Fall. Zack. So sieht's aus. Alles kaputt. Ja, so sieht's aus. Was soll ich sagen? Mir macht Spaß. Mir machen Flugzeugträger richtig Spaß. Die werden ja alle ähnlich sein, ne? Obwohl, ich mag diese Bombenflugzeuge eigentlich nicht so mit die Marinebomben, Alter. Aber gut, bin ja keine geflogen. Ich kenne sie halt nur von anderen Spielen so.